15. Februar 1945. Fliegeralarm in Cottbus. Bomber legen die Stadt in Trümmer. 1000 Menschen sterben. Dieser Angriff ist der traurige Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs in der Lausitz. Zwei Monate später, am 22. April 1945, ist das sinnlose Sterben und Vernichten vorbei. Mit dem Erreichen der sowjetischen Armee endet eines der schlimmsten Kapitel für Cottbus. An diesen Tag wird heute am sowjetischen Ehrenhain auf dem Südfriedhof gedacht. Wir möchten daran erinnern, weil leider Krieg und Vertreibung bis heute noch anhalten. Aktuell die Situation, ob in Syrien, ob in Libyen, die uns beschäftigen, wo Flüchtlinge unterwegs sind, Menschen, die Hilfe und Schutz suchen. Und insofern haben wir auch hier in Cottbus einen guten Grund, an den heutigen Tag zu gedenken. Die Toten mahnen, für den Frieden zu leben. Mit dieser Kranzaufschrift wird im Stillen erinnert. 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg kann dieser Teil der deutschen Geschichte nicht so einfach vergessen werden. Mit der Entwidmung der Schlosskirche zu Brandenburgs erster Synagoge und die Aufnahme von Flüchtlingen trägt Cottbus erheblich zu einem toleranten Deutschland bei. Ich glaube, wir haben einen guten Weg der Toleranz in den letzten Jahren beschritten. Dieser Weg soll weitergegangen werden. Heute an diesem Tag ist es auch ein gutes Zeichen, dass ein Vertreter der russischen Botschaft heute unter uns geweilt hat. Und das ist schon ein Zeichen von Weltoffenheit. Das Ende der Nazi-Diktatur. Ein bedeutendes Ereignis für die ganze Welt. Die heutige Generation kann die Ereignisse nicht rückgängig machen. Aber sie kann zu einem friedlichen Miteinander beitragen.